Herzlich willkommen zum ersten Live-Talk zur mentalen Fitness. Heute mit Nima Aschoff. Bevor wir einsteigen, Nima, die Frage oder für die Zuhörer generell, warum mentale Fitness? Was gibt es denn da überhaupt Neues aus der Forschung? Vielleicht kurz dafür als Intro. Es ist ja ein Arbeitsergebnis aus den neuesten Durchbrüchen der Neurowissenschaft, der kognitiven und positiven Psychologie und der Leistungswissenschaft. Ein sehr breites Spektrum, ist ja auch sehr vielseitig einsetzbar. Und diese Forschungsergebnisse bilden die Grundlage für die Arbeit von Shir Sarshamin mit seinem New York Bestseller Positive Intelligence, seinen Forschungen und Stanford-Vorlesungen und den abgeleiteten Trainings sowie seiner App-gestützten 6-Wochen-Programm zum Arbeiten mit. Oft wird positive Intelligenz auch gerne mit positiver Psychologie verwechselt, auch wenn Facetten davon da drin sind. Wir verwenden lieber den Begriff auch in deutschen mentale Fitness, weil ich denke, das beschreibt es ja auch sehr gut. Manchmal hört man auch noch so den Begriff Resilienz in dem Zusammenhang. Warum das Thema? Vieles davon ist ja eine Wahrnehmung von unangenehmen Emotionen. Da fragen sich ja viele, ja, ist das überhaupt gut für mich? Oder warum auch nicht? Und generell ist die Wahrnehmung von negativen oder unangenehmen Emotionen erstmal gut. Aber halt nicht, wenn man sich damit den ganzen Tag geißelt und immer wieder es hochkommen lässt, sondern es ist ja ein sehr wertvolles Warnsignal, ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt. Dann ist aber die Frage, wie kann ich damit umgehen? Wie kriege ich diesen Hinweis in Energie umgewandelt, wo ich mich richtig darauf konzentrieren kann? Weil das hilft mir ja auch vielleicht in dem schnellen Wandel, den wir momentan haben, in dem Strudel des täglichen Lebens auf dem Boden zu bleiben und aktiv mitzugestalten. Damit freue ich mich herzlich, mit Nima heute einen Profi in dem Thema zu haben, die selber als Nomade, Coach und mentaler Fitnesstrainer aktiv. Und du hast ja eine Hauptzielgruppe, nämlich die Introvertierten. Und da geht es ja oft auch um den Selbstwert steigern, ein gutes Gefühl für sich selbst einzustehen. Vielleicht die Frage, wie ist es denn für dich gewesen? Wie kamst du zu Positive Intelligence? Was waren so deine Erlebnisse damit? Ich bin tatsächlich durch Zufall oder Schicksal, das sei mal dahingestellt, durch eine andere Coachin auf dieses Programm aufmerksam geworden und hatte die Möglichkeit, selber 6 Wochen dran teilzunehmen und mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Und ich mache sowas gerne, weil ich grundsätzlich neugierig bin und auch gerne neue Methoden lerne, um mein Wissen zu erweitern, und bin da relativ unvoreingenommen rangegangen. Ich war erst ein bisschen irritiert mit dem Begriff auch Positive Intelligence, dass ich dachte, oh, nicht, dass das in die Richtung positives Denken geht, weil das hat manchmal schon so einen schalen Beigeschmack, und habe dann festgestellt, nee, das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht wirklich darum, diese kritischen inneren Stimmen zu erkennen, zu stoppen und dann konstruktiv mit ihnen zu arbeiten, sodass zwar die gleiche Herausforderung des Lebens immer noch da ist, vielleicht Jobprobleme oder Schwierigkeiten mit dem Partner, also die Probleme an sich verschwinden nicht, aber die Herangehensweise, mit der ich mich dann diesen Themen stelle, die ist eine andere. Und das war für mich unglaublich spannend, weil ich ja selbst schon viele Methoden auch kenne. Klar, ich bin ja ausgebildeter systemischer Coach und Entspannungstrainerin. Aber die Art und Weise, wie das mit diesem Programm vermittelt wurde und auch mit dieser Unterteilung in Saboteure, diese inneren Stimmen werden als Saboteure bezeichnet, diese negativen Stimmen, das war für mich unglaublich hilfreich, mein inneres Team kennenzulernen und auch mein Umfeld besser zu verstehen. Also das war echt nochmal ein, wie man auf Neudeutsch sagt, Eye-Opener, Augenöffner. So ist das Wort. Eine deiner Zielgruppen sind Introvertierte. Kannst du da etwas mehr darüber erzählen, mit was die sich so herumschlagen und was dann positive Psychologie, was hier positive Intelligence wirkt? Nö. Ja, doch, klar. Stille Menschen oder introvertierte Menschen wachsen oft mit diesem Gefühl auf, nicht richtig zu sein, weil wir in einer sehr extrovertierten, lauten Welt leben. Sie kriegen immer wieder schon von klein auf vermittelt, sie müssen mehr aus sich rausgehen, sie sollten lauter sein. Also irgendwie ist dieses Gefühl da, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und das kann dann später dazu führen, dass sie sich stark zurücknehmen, weil dazugehören zu wollen zu einer Gemeinschaft ist für jeden von uns wichtig. Das heißt, viele der introvertierten Frauen, mit denen ich arbeite, haben zum Beispiel Schwierigkeiten, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen, weil sie Angst haben, dann wieder ausgeschlossen zu werden und wieder am Rand zu stehen. Mit diesem Gefühl sind sie ja schon groß geworden, das wollen sie nicht mehr haben. Oder sie kippen in so ein Verhalten, Everybody's Darling sein zu wollen, um auch da es jedem recht zu machen, immer für alle da zu sein, das Gefühl, gebraucht zu werden und damit andere Dinge zu kompensieren. Und um das dann mit diesem Denken der positiven Intelligenz oder der mentalen Fitness in Einklang zu bringen, wäre das, wenn ich das mit den Saboteuren beschreibe,
beschreiben würde, der Avoider, der Vermeider. Das ist der Saboteur, der sagt, ach komm, so wichtig ist das Thema jetzt nicht, lass einfach auf sich beruhen, da machen wir jetzt kein Fass auf. Und da wird dann plötzlich ein möglicher Konflikt, es ist ja gar nicht jedes Mal ein Konflikt, wenn ich ein Thema anspreche, aber aus Angst, es könnte ein Konflikt entstehen, werden Dinge klein geredet und nicht thematisiert. Und auch Everybody's Darling, der Pleaser-Saboteur, der dazu führt, auch die eigenen Grenzen zu missachten und immer wieder es anderen recht machen zu wollen, um ja Teil der Gesellschaft, der Gemeinschaft zu bleiben. Das sind so zwei recht häufige Saboteure, mit denen die introvertierten Menschen zu tun haben, mit denen ich arbeite. Hast du auch ein Beispiel über die Verbesserung, die sich da vielleicht bewirkt haben bei deinen Kunden oder auch bei dir selbst? Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es ja, wie ich gesagt habe, ein Augenöffner, auch meine eigenen Saboteure kennenzulernen. Insgesamt ist es unterteilt in 10, wobei es einen Hauptsaboteur gibt. Das ist der Richter, der in jedem von uns aktiv ist und dann nochmal 9 Komplizensaboteure. Mein eigener, es fällt mir am leichtesten jetzt über meine zu sprechen und nicht stellvertretend für Kunden. Mein eigener ist der Controller, der immer alles im Griff haben möchte. Das gibt mir ein großes Gefühl von Sicherheit, wenn ich heute schon weiß, dass ich übermorgen um 12 Uhr im Supermarkt stehe und dann eine halbe Stunde später da bei der Post und alles ist durchgetaktet. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, erzeugt aber viel Stress, weil ich natürlich auf so unvorhergesehene Dinge dann nicht gut vorbereitet bin und es nicht mag, wenn da irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Der tobt sich gerne bei mir privat aus, dieser Controller. Und dann habe ich noch einen stark ausgeprägten Avoider, der Vermeider, den man auch so mit dem Prokrastinieren, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, Dinge vor sich herschieben, Konflikte nicht ansprechen. Das passiert mir dann eher im beruflichen Bereich, dass ich sage, ah nee, ein Video, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich kann auch irgendwie andere Dinge machen. Ich muss mich da nicht zeigen. Das heute, das war für mich jetzt auch ein Sprung über meinen Intro-Schatten, dieses Live zu machen. Da helfen mir dann die Übungen von Positive Intelligence oder diese mentale Fitnessübung sehr stark, erstmal diese Stimme zu erkennen. Das ist ja schon der erste Punkt. In dem Moment, wo ich was wahrnehme, wo es mir bewusst wird, kann ich es verändern. Wenn ich den einfach freien Lauf lasse und nur merke, ich fühle mich gestresst und weiß nicht warum, kann ich keinen Einfluss nehmen. Wenn ich aber merke, ah, da spricht jetzt mein Avoider, dann habe ich schon mal ein Stückchen Distanz geschafft. Und dann kann ich spezielle kleine Übungen machen, um eine andere Gehirnregion zu stärken, die nicht mit den Saboteuren in Verbindung steht. Und kann dann noch mal schauen, wie gehe ich jetzt aus einer mitfühlenden, aus einer weisen Haltung, sage ich mal, an dieses Thema heran, sodass es dann mit guten Gefühlen verbunden ist. Für mich aber auch mein Umfeld. Für mein Umfeld ist das ja auch sehr nervig, wenn ich da das Kontrollruder an mich reiße. Diese Positive Intelligence Übungen helfen mir aber auch, mein Umfeld besser zu verstehen. Also wenn ich merke, dass jemand in negativen, das ist sehr wertend oder in unangenehmen Emotionen feststeckt, dann kann ich mir bewusst machen, dass auch diese Person gerade mit ihren eigenen Saboteuren zu tun hat und das schafft mehr Verständnis und nochmal mehr Empathie. Das ist also durchaus im Alltag und im Berufsleben für mich sehr hilfreich gewesen, da nochmal tiefer reinzuschauen. Sehr schön. Merkst du es dann auch körperlich? Klar, weniger unangenehme Gefühle sorgen natürlich für mehr Entspanntheit. Ich bin ausgeglichener. Ich bin auch in vielen Dingen zuversichtlicher. Also dieses, ich muss das vorausplanen, hat deutlich abgenommen. Ich kann immer noch Dinge planen. Ist jetzt nicht so, dass das dann in das Extrem, ins andere Extrem gekippt ist. Ich plane jetzt nie wieder was. Das wäre ja Blödsinn. Ich gehe nur jetzt mit einer entspannten Haltung da dran, dass ich sage, hey, ich kann mir jetzt überlegen, dass ich übermorgen um 12 im Supermarkt stehe, aber wenn ich es nicht tue, dann ist es auch nicht schlimm, dann geht die Welt davon nicht unter. Ich bin einfach flexibler in meinem Denken geworden und weiß auch, wenn was schieflaufen sollte, dann habe ich das Werkzeug, um mich wieder in eine gute Stimmung zu bringen. Es geht jetzt auch nicht darum, dauernd auf rosa Wölkchen durchs Leben zu schweben und sich die Sachen schön zu reden. Das ist also nicht der Sinn, sondern wirklich diese unangenehmen Momente zu erkennen und dann konstruktiv damit umzugehen, damit man nicht da drin versumpft und nicht den Saboteuren das Ruder überlässt. Spannend. Wenn ich sage, hey, das hört sich cool an, wie kann ich da mehr drüber erfahren? Gibt es da eine Möglichkeit, das zu vertiefen? Wir bieten an, du sagst mir bitte gleich nochmal das Datum. Hör mal, du bist der Controller. Den habe ich heute tatsächlich gut im Griff. So gut, dass ich das Datum vergessen habe. Wir bieten dazu einen Workshop an, einen 90-minütigen, in dem wir auf diese Saboteure eingehen, auf das Thema Positive Intelligence, was ist das genau, und sind dabei ein Team von 4 Positive Intelligence Trainern, die das Ganze begleiten, auch mit kleinen, introvertiert freundlichen Breakout Rooms. Das wird dann im Mai stattfinden. Richtig, genau. Jürgen? Perfekt. Und zwar am 14. Mai von 10 bis 11.30 Uhr. Den Event poste ich im Chat bzw. in der Aufzeichnung dann separat unten runter, damit Teilnehmer sich informieren können.
oder auch direkt buchen. Kostet 49 Euro, also inklusive Mehrwertsteuer. Ich denke, da kommt sehr viel nochmal raus. Genau diese Erfahrung, sich selber erstmal den Test zu machen. Was sind denn meine eigenen Saboteure? Und dann vielleicht mit den einen oder anderen, seine Führenden, dann hier mehr drüber zu erfahren. Wie kann ich damit umgehen? Auch ein bisschen mehr aus der Hirnforschung. Genau. Und gerade der Saboteurtest, der ist schon wirklich spannend zu erkennen, was sind die eigenen Hauptsaboteure. Das bringt alleine schon oft mehr Verständnis und Klarheit in Alltagssituationen oder eben auch im Beruf. Nima, super vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die deine Arbeit, auch mit Introvertierten und die Herausforderungen. Ich freue mich, mit dir zusammen und mit Axel und Susi den Workshop zu machen. Und können wir auch gleich sagen, nächste Woche, gleicher Ort, gleiche Zeit, wirst du den Axel vorstellen, der als Profi im internationalen Business dann natürlich andere Herausforderungen hat und Erfahrungen mit mentaler Fitness. Und von daher, vielen Dank fürs Reinschauen und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.